Herzlich willkommen auf dem Taverno Channel und dem Far Cry 4 Part 14. Sind wir, glaube ich, schon. Das ist ja Wahnsinn. Ich mache hier heute eine grössere Session und darum habe ich, glaube ich, ein Durcheinander mit Folgezahlen. Aber ja, jetzt schauen wir, was der Sabal da uns erzählt hat. Es freut mich, dass du dabei bist und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, du auch. Also, schauen wir. Hoi Sabal, red mal. Interagieren wir mit ihm. Sabal. Waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben liest. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Da stimmt Synchronisation vom Game nicht. Das ist da nicht bei mir. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig. Sie ist subversiv. Und sie opfert ständig Leben. Aha. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Okay, der Sabal ist recht angepisst, weil wir ihn hintergangen haben. Aber ich bin immer noch der Meinung, die Infos sind trotzdem besser, weil eventuell retten wir da mehr Menschenleben, dass jetzt die 9 Männer kosten. Klar, es ist schade, wenn man Leute verliert, das verstehe ich. Aber er soll jetzt da nicht so tun. Informationen sind wichtig. Und er meint, wir sollen zum Kloster gehen und uns weiterbilden. Den Pfad von seinem Vater kennenlernen. Onkel Pagan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du Namitas Honigtöpfchen gefallen oder haben dich Sabals weinende Locken in den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist er ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Okay. Ich glaube, wir haben schon das Richtige gemacht. Amita ist... Ich glaube, da ein bisschen zielstrebiger in Form von... Nicht immer alles so machen, wie man es früher gemacht hat, sondern vielleicht eher ein bisschen so machen, wie es die heutige Zeit fordert. Ich weiß nicht. Mir kommt es ein bisschen so vor. Werden wir dann noch sehen. Und er hat da ein bisschen Prädikat von... Früher haben wir es so gemacht und heute machen wir es noch so. Also ist ein bisschen Traditionstyp. Wo müssen wir da eigentlich hin? Am liebsten den Glockenturm ausschalten. Könnte man eigentlich gerade noch unterwegs. Unterwegs dort hin. Wir müssen ja ins Kloster und dann schalten wir am besten den Turm noch gerade aus. Dann haben wir nämlich Ruhe. Also Ruhe nicht, das schnurrt einfach einen anderen, aber... Dass eure Verblendung Leben kostet. Aber das kann ja auch nicht sein, die Propaganda. Ihr müsst euch nur ergeben. Ja, sicher. Stellt eure Angriffe ein und ich lasse sie am Arsch. Gibt's ja gar nicht. Möge sein Licht uns alle erleuchten. Ich werde dich umlegen. Stopp! Halt an! Hilfe! Ich gehe! Du machst mir keine Angst! Sie ist sicher. Ich hab ihn! Wo ist noch eine? Wo ist noch so eine? Da. Ich bin stolz, für mein Land zu spielen. Ja, schön für dich.
Nein, geht ja gar nicht. Die ganze Zeit werden wir angegriffen. Die ganze Zeit. Ich kann keinen Meter laufen, bewegen, Pagamins weisen, ohne dass man angegriffen wird. Da gibt es ja eigentlich gar nicht. Was hat es da noch? Da ist etwas Blaues. Und da surrt es. Wo surrt es? Was surrt da? Das dort. Was ist denn? Hallo, hallo. Schiessen wir einfach mal drauf. Da zum Fenster raushechten. Ah, da ist es. Das war so eine Maske. Und da kriegt man so ein Plakat. Und dann gehen wir doch weiter. Wir haben zwei Ziele. Das Näheres und das Weiteres. Das weitere Ziel ist das Kloster, das nähere Ziel ist der Glockenturm. Aha, für jede Maske, die wir entfernen, bekommen wir Belohnung, Schützen, Hilfemarken. Ich bin auch gewusst, dass ich mich wieder angreife. Ich kann das nicht sein lassen. Ich werde eigentlich lieber das Fahrzeug. Nehmen wir ein Gegnerfahrzeug, dann fallen wir vielleicht ein bisschen weniger auf da. Wer weiß? Ich weiß es nicht, aber kann ja sein. Wo geht es da hoch? Geht es da einen Weg drauf? Gehen wir schnell rauf. Wo nicht gerade so frontal innen ist. Da hat es mal Kiste mit Maxi-Binden. Was da heißt Maxi-Binden rum? Wir haben da schon wieder 130.000 Kyrat-Rupien zusammengesammelt. Schon wieder eine Karma-Geisel. Das ist einfach verrückt. Das ist einfach verrückt. Wie kann man nur daneben? Daneben schiessen, habe ich gerade gesagt. Das ist furchtbar. Wenigstens haben wir ihn befreit. Es geht ja um da. Da wieder von der Straße weg. Ich werde eigentlich hier irgendwo hoch. Gibt es da einen Weg? Gibt es keinen Weg da oben? Keinen Weg da oben. Da kommen wir wohl nicht hoch, oder? Nee. Gut. Dann müssen wir wohl oder übel aussen durch. Das, was ich eigentlich ja nicht haben wollte, gerade so direkt. Wobei, wir sind ja noch genug weit weg. Haben wir gerade noch etwas entdeckt. Da können wir noch so eine Mülle drehen. Tschiu! Kisten auftun. Mann, Kisten auftun. Das ist cool. Da haben wir noch den Gabstock plündern. Ah, oh, wir sind der AJ, der macht das. Da haben wir wirklich hochwerfen. Cool gemacht. Mit dem Karmacher, war ist jetzt das Karma gewesen? Wir nähern uns da dem Glockenturm. Was haben wir da unten noch? Dort, wo es räuchelt, ist ein Aussenposten. Das ist sicher auch irgendwann ein Ziel. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir den Glockenturm befreien. Nachher machen wir hier in der Hauptmission weiter, wo uns der Sabal geschickt hat. Dort schauen wir dann mal, was die Geschichte von uns fordert. Oder ob wir Zeit haben für irgendwelche Zwischenmissionen. Oder ob wir Zeit haben, zum eventuell noch mal jagen. Wilde Hunde. Wir werden es sehen, was die nächste Folge bringt. Ich nehme jetzt mal die Kamera. Schauen, ob ich da etwas sehe. Haben wir irgendetwas, was wir auslösen können? Ich sehe gar nicht. Schlechte Position in dem Fall. Sehen wir noch nicht. Da hat es Hunde. Sind jetzt die
Gegner da wieder von den Hunden fressen. Gibt's ja gar nicht. Also die Glockentürme sind für nichts. Wenn mich fragst. Die sind für gar nichts. Oder bewacht gehabt. Da liegt nur ein Tote. Nehmen wir da mal andere Waffe in die Hand. Noch einer. Was sind die Bewacher von dem Turm? Oh oh. Hier vorne haben wir Bösewicht. Komm jetzt, schau noch mal vorne. Ich reiß dir den Kopf ab! Komm, schau. Nicht die Tunde. Abgezielt. Komm. Du verdienst es nicht zu leben! Warum nicht? Ich bin im Fall nett. Ich bin hier eigentlich, um meine Asche verstreuen von der toten Mutter. Das läuft von meinem Kreis. Und sonst bin ich eigentlich nur drin gezogen worden. Holt ihn! Bist du allein? Und tschüss. Also, hoffe, das war es jetzt. Dann können wir den Turm befreien. Hier noch etwas zum Lesen. Turmrequirierung. Viel Spaß beim Lesen. Was liegt hier oben? Munition. Haben wir gern. Wir geben das Geld lieber für Waffen aus und sammeln Munition. Ich habe jetzt noch viele. Leben rauf. Ein bisschen Molotow wäre noch nett. Hat es nichts. Also. Dann gehen wir hoch, ne? Also los. Aber wo da? Da haben wir eine Piste. Da schauen wir gleich rein. Munition nehmen wir auch mit. Das ist nett. Jetzt ist doch nicht Munition. Aber jetzt, da geht es weiter. Au ruck, au ruck. Dann geht's da weiter. Sonst hat's da nichts, wo sich da verstecken. Ups, dann eben nur. Ja, aber das machen wir jetzt gerade. Die Türen manipulieren da. Es rumpelt hier wieder. Karma-Ereignis. Es ist ja unglaublich, wie viel so Ereignis das hier immer hat. Haben wir die Feinde hier reingelockt? Lustig. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Wer hätte das gesagt? Da kommen sie aber gerade daher. Wo ist noch einer? Dort hinten. Ja, der ist so weit weg. Der bräuchte ich nicht da mit dieser Waffe. Unmöglich. Unmöglich. Ui, fast aber okay. Komm ich da nicht rein? Gehen wir mal noch rüber. Sollen sie raufkommen, wenn sie sich getrauen? Wow. Ist der wirklich da reingeschossen? Bist du mit der Waffe, die wir immer hatten? Jetzt ist er grün. Geht gut. Mal immer schauen, wo es hier weitergeht. Das B geht es weiter. Und sonst jetzt da auch wieder nicht mehr. Dann gehen wir hoch. Da wird die gefährliche Latte hier. Holzplatte. Dann wären wir da oben. Stellen wir den Quatsch ab da, das Geschnurr. So.
Was kommen wir über da? Debkas Hirsebaum entdeckt. Banaschurs Lied, da haben wir noch ein paar Feinde im Weg. Und da Kyras Schatten. Sind wir die nicht gewesen? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, dort hat es einen Bär und einen Digger, haben wir ja gerade gesehen. Und wir haben die Waffen bekommen, die ich kann. Ich glaube, ich sehe keine von diesen Waffen kaufen. Die haben wir ja alle geschenkt. Über. Und jetzt runter gehen wir am besten wie? Im Sturzflug. Was ist das dort? Ah, das ist schon eine gute. Mach weiter so und bald senden wir in der ganzen Region. Ja, hoffentlich. Wer auch immer die Propaganda gestoppt hat, ist ein Held. Das bin ich gewesen. Wir da, wo am Spielen sind, sind das gewesen. Wir haben das gut gemacht. Und dann gehen wir ins erweiterte Ziel. Gehen wir zu dem Kloster. Das hätte ja eigentlich auch gerade hier auf dem Weg liegen, wenn es mich nicht täuscht. Jawohl. Das ist gerade vorhin. Und ich denke, nach dem Kloster machen wir dann hier den einen oder anderen Aussenposten noch weg, dass wir hier freie Fahrt haben. Dann trennen wir das Ganze hier. Teilen wir sie in zwei Lager. Die bösen Wichte. Vorher kommt wieder gerade das Kloster, 300 Meter irgendwie. So. Oh. Aber bevor wir zum Kloster gehen, kommen wir uns das hier noch. Dann haben wir das nämlich. Immer die Toten überall. Es ist Wahnsinn, wie viele Tote es das hat. Falsche Götzen. Ich muss da noch eine Maske oder etwas rum sein. Nur Boden. So eine Höhle oder etwas. Unterirdisch. Wir haben wieder Fähigkeiten. Was ich sehe, sind nicht. Wenn ihr sie seht, irgendwo liegen, dann schreibt mir es bitte in den Kommentar. Dann gehe ich nämlich hier nicht zurück und mache sie kaputt. Ich sehe sie gerade nicht. Ich mag jetzt auch nicht suchen. Ich glaube, sie ist dort drin. Boing! Ja, zum Glück. Jetzt fetzen wir sie hinterher zum Kloster. Go, go, go! Da wären wir ja schon. Wird da schon wieder angegriffen, oder was? Mit Radschuh. Oho. Im Kloster werden die Waffen versorgt. He. Vorsicht mit den Kisten! Die haben Waffen eingepackt, die nicht gesichert sind. Oh, das ist aber gefährlich. Idioten. Das ist aber gefährlich. Das hat man glaube nicht, he? Waffen ungesichert verpackt. Gut, da wären wir beim Kloster. Schon cool gemacht da, das Ganze wieder. Wirklich, finde ich wirklich cool gemacht. Ich dachte, er würde mich anschreien. Was passiert euch jetzt da? Spirituelle Erweiterung im Sadi. Ich glaube, da gibt es für uns eine spirituelle Erweiterung hier in diesem Kloster. Und wie die Erweiterung ist, das werde ich euch gerne in der nächsten Folge zeigen und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Dankeschön. Tschüss zusammen, euch Taverno.